Bei WDS-Messungen selektieren wir Röntgenstrahlen mit Hilfe von einem Analysatorkristall hier. Analysatorkristall, und zwar indem die Bragg-Bedingung erfüllt ist. Die Bragg-Bedingung hängt ab von diesem Einfallswinkel hier, aber auch ganz entscheidend von dem Gitterabstand D hier in diesem Analysatorkristall. Also beispielsweise, wenn dieser Analysatorkristall ganz enge beieinanderliegende oder ganz klein D hat, dann werden wohl eher kurzwellige, also hochenergetische Röntgenstrahlen gebeugt. Wenn dagegen der Analysatorkristall sehr hohes, ein sehr großes D hat, dann werden eher langwellige, also niederenergetische Röntgenstrahlen hier gebeugt. Also hängt es auch ganz entscheidend davon ab, denn der Range, den so ein Analysatorkristall fahren kann, also hier Probe, hier Detektor, hier fährt der Analysatorkristall hin und her, ist ja begrenzt. Und die zweite, also das hier ist ja begrenzt. Das heißt, falls man irgendein Element nicht in Beugung bekommt innerhalb dieses Ranges hier, kann man sich damit helfen, dass man einen anderen D-Abstand hier für diesen Analysatorkristall wählt. Und das ist einmal hier in dieser Tabelle dargestellt. Hier sind in der ersten Spalte, verschiedene Kristalle aufgetragen. Es gibt diese TAP-Kristalle oder PET-Kristalle und LEF-Kristalle. Es gibt da noch jede Menge andere Kristalle. Das ist nur eine kleine Auswahl hier. In der zweiten Spalte ist deren 2D-Abstand dargestellt. Und man sieht zum Beispiel, dass TAP hat so etwas wie 2,6 Nanometer D-Abstand, PET was wie ungefähr 0,9 und LIF 0,4. Also die unterscheiden sich eben genau in diesen D-Abständen. Jetzt nimmt ja mit zunehmender Ordnungszahl die Energie der Übergänge zu. Das heißt, mit zunehmender Ordnungszahl wird Lambda kurzwelliger für jetzt einen bestimmten Übergang, sagen wir mal K. Das heißt, für Elemente mit kurzwelligerem Lambda sind Kristalle mit dem kleineren Gitterabstand geschickter. Und das sieht man hier auch, dass mit zunehmender Ordnungszahl die K-Alpha-Linie von einem Kristall gemessen wird, der kleineren Gitterabstand hat, also ein kleineres 2D. Und das erkennt man dann entsprechend auch für, wenn man L-Linien anguckt oder wenn man M-Linien anschaut. Wobei natürlich eine L-Linie von zum Beispiel Eisen würde ja irgendwo hier liegen, in der Nähe von Titan. Eine L-Linie von Eisen würde natürlich nicht auf der Seite liegen, sondern auf der Seite. Also die L-Linie von Eisen würde hier liegen, würde man jetzt auch nicht mit Lefhard dann natürlich messen, würde man vielleicht gar nicht notwendigerweise messen. Das heißt, diese L-Linien, die hier aufgezeichnet sind, sind L-Linien schwerer Elemente, deren K-Übergänge so hochenergetisch sind, dass sie überhaupt nicht mehr analysiert werden können. Also, wenn wir Elemente analysieren wollen, müssen wir darauf achten, was für ein Kristall wir verwenden. Wir haben gleich so 6 oder 7 Kristalle in der Mikrosonde drin. Auf manchen Spektrometern sind sogar mehrere Kristalle eingebaut, die man dann wechseln kann, entweder 2 und auf einem sogar 4 Kristalle. Also Analysatorkristalle und deren Wahl ist auch wichtig für die Analyse.